Was geht ab, Freunde und Supporter? Euer Sauber am Start für euch mit einer neuen Folge zu Shadow of the Tomb Raider. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind hier immer noch mit Jonah unterwegs und müssen jetzt das Rätsel, das erste kleinere Rätsel, hilf mir mal, lösen, denn wir müssen ja irgendwie über die Bridge rüber. Freunde, auf jeden Fall sehr, sehr nice, dass ihr wieder eingeschaltet habt und vielen, vielen Dank, Freunde, für euer Feedback. Okay. Lassen wir es los. Auf die letzten Folgen. Es ist mit Schrecken anzusehen, dass irgendwie Tomb Raider nicht so viel Interesse hervorbringt anscheinend für die Leute weltweit auf YouTube. Sehr krass. Weiß gar nicht warum. Ich weiß gar nicht warum. Kann es sein, dass manche vielleicht das gar nicht mitbekommen haben, so richtig, dass es ein neues Assassin's Creed, sag ich schon, neues Tomb Raider ist oder sowas? Ich weiß es nicht, aber krass. Aber ihr seid am Start, das freut mich. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Hier so, hier oben. War ja auch irgendwas zum Einstellen. So, das kann ich sicherlich. Aha. Da kommt dann so Wasser raus. Was bewirkt? Ich glaube, das Wasser betreibt die Brücke. Okay, jetzt Jonah, komm nochmal her. Vielleicht bringt es jetzt was. Wenn wir das jetzt so anheben. Ah, das bringt doch bestimmt irgendwas, oder? Ja. Das Wasser füllt den Eimer. Gut, mal sehen, was die Gegengewichte machen. Das Wasser muss zu dem Eimer fließen. Das Wasser muss zu dem Eimer fließen. Oh, der Eimer leckt. Komm zurück, wir versuchen es nochmal. Das Wasser muss zu dem Eimer fließen. Aha. Das heißt, ich muss es nochmal machen, nur muss ich mich beeilen, oder was? Muss ich mich einfach beeilen? Das Wasser muss zu dem Eimer fließen. Doch gut jetzt, Alter. Ist doch gut jetzt. Herr Gottes, brauche ich diesen Modus, um die Sachen zu sehen, die ich einsammeln muss. Okay, Jonah steht schon bereit. Oh, shit. Ja, ja, lass los. Wir haben es. Das war's. Gehen wir rüber. Ja, okay. Ja gut, das war ja locker easy, lemon squeezy. Oh. Okay. Hier müssen wir wohl durch. Ja. Nach dir. Ja, würde ich auch sagen, bei so einer Frau. Schön immer auf den Arsch gehen, denn guter Mann, Jonah. Was ist das? Das ist eine Art von Stele, oder? Kannst du mir mal helfen? Klar. Was ist das? Das ist ein Rezept. Eine Kräutermischung zur Konzentrationssteigerung. Das könnte helfen, wenn wir Jaguare treffen. Hoffentlich nicht. Hier drüben geht's raus. Okay. Auge des Adlers. Halten Sie L1 und drücken Sie dann Dreieck, um Wahrnehmungspflanzen zu nutzen. Aha. Okay. Ja, Wahrnehmung. Was willst du mir noch erzählen? Ist doch in Ordnung. Ach, cool. Wir nähern uns dem Dorf. Das ist cool, dann brauche ich nicht die ganze Zeit den Modus aktivieren. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Hey, kleines Hoppelhiesen, bleib stehen. Jo, und weg ist es. Alles klar. Diese Ruinen sind anders als die in Mexiko. Looten muss sein. Nein, es soll aber eine geheime Stadt aus Gold in Peru geben. Paititi. Alle Schatzsucher der Welt wollen dorthin. Dads Notizen enden in Mexiko, als hätte er das Interesse verloren. Oder, keine Ahnung, der nächste Band behandelt Syrien. Ich hoffe mal, wo sie jetzt gerade von den ganzen anderen Orten spricht. Ich hoffe mal, wir kommen noch an andere Orte. Ja, auf jeden Fall.
Folge dem Herz der Schlange. Zum silbergekrönten Berg mit den Zwillingen. Hm. Ja. Keine Ahnung, was das heißt. Fragt mich nicht. Bist du dumm? Falls wir auf dem richtigen Weg sind. Schwer zu sagen, aber die Bewässerung ist ein gutes Zeichen. Diese beiden Götter sind die Herrscher über die Unterwelt der Maya. Xibalba, wörtlich übersetzt, Ort des Schreckens. Wukub Kaciks, dessen Name Sieben Aras bedeutet, war ein monströser Vogel, der Legende nach die falsche Sonne in seinem Schnabel trug. Sein Untergebener war Yun Kame, was ein Tod bedeutet. Beide wurden von den Heldenzwillingen besiegt und getötet, nachdem sie sie in verschiedenen Sportarten und Spielen herausgefordert hatten, in denen beide Seiten betrogen. Wukub Kaciks verlor zum Beispiel im Pfeilwurfspiel, weil die Heldenzwillinge Blasrohre benutzten. Okay. Irgendwann gab's hier Menschen. Hoffentlich sind sie noch da. Nee, wer weiß, ob das so gut ist. Okay, hier ist ein Lager. Das werden wir auch gleich benutzen. Aber hier ist auch noch so eine Schatulle. Pistolenteile. Ah. Okay, also die Waffenteile findet man auch zwischendurch. Okay. So, einen Fähigkeitspunkt haben wir. Was ist das? Warum? Auge des Atlas erhalten. Ah. Gut, 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 gut. Können wir überhaupt noch irgendwas? Ich habe gar keinen Fähigkeitspunkt. Hä? Ach so, das Spiel wollte mir nur zeigen, dass ich eine neue Fähigkeit habe. Okay. Ja. Also die Kostüme habe ich euch ja schon gezeigt. Was ist das jetzt hier? Wo sind denn die anderen Sachen, die ich gefunden habe eigentlich? Ach, sie muss ja, ach stimmt, die muss ich ja herstellen erst. Ja. Bisher ist es am sinnvollsten, die Bonus-EP für das Erlegen von Tieren. Ich meine, es ist schon wieder ewig her, dass wir irgendwelche Gegner gefunden haben. Das ist ein bisschen... Ich habe was gefunden. Das könnte ein Zugang sein. Wenn es nicht die Zivilisation ist, warte ich hier am Feuer. Okay. Ist ja ewig her, dass wir Gegner gesehen haben, oder? Diesmal ist es komplett anders irgendwie. Aber wie gesagt, ich hatte ja vor kurzem erst den ersten Teil der Trilogie nochmal gezockt. Und da ist ja ultra viel Action. Da ist ja eine übelste Mörderin des Grauens. Und hier ist gar nichts los. Irgendwie, weiß ich nicht. So eine gute Mischung wird mir, glaube ich, ein bisschen besser gefallen. Aber kann ja noch kommen. Wir sind ja noch am Anfang, denke ich. Kann ja noch kommen. Was ist denn jetzt los? Warum? Hä? Was war denn mit der Kamera jetzt los? Warum hat die denn so nach links plötzlich so geluckt? Okay. Wehe, am Ende heißt es wieder, sie haben nicht die richtige Ausrüstung. Kommen Sie bitte später wieder. Das ist sehr demotivierend. Achso, übrigens habe ich auch gelesen, als ich ja gefragt habe, wen findet ihr besser? Oder was macht euch mehr Spaß? Nathan Drake, beziehungsweise Uncharted oder Tomb Raider. Gab es natürlich wieder so Stimmen. Das kannst du doch gar nicht vergleichen. Doch, man. Doch. Ist eine simple Frage. Was macht euch mehr Spaß? Ist eine simple Frage. Das war die Frage. Weiß ich, was Leute. Was da wieder falsch verstanden wurde. Und auch die Spiele kannst du miteinander vergleichen. Ich habe ja nicht gesagt, ja, was findet ihr im direkten Vergleich der Gameplay- und Story-Aspekte besser? Euro Truck Simulator oder FIFA 39? Freunde, ja. Immer cool bleiben hier. So, warte mal. Seilst du dich jetzt mal ab? Ah, jetzt geht's. Okay. Lieber einen mehr. Nicht wie am Anfang des Let's Plays, wo ich da auf schnelle Welle gemacht habe. Das ist alles aus dem frühen 20. Jahrhundert. Alter, was ist denn hier passiert? Die wurden alle heftig zusammengeschossen mit irgendwelchen Fallen.
Tagebuch eines Forschers. Dieser Großkotz Fawcett bekommt zwar die gesamte Aufmerksamkeit, aber ich weiß, dass seine Zeit so gut wie vorbei ist. Die Welt wird sich an Timothy Walker als jenen Mann erinnern, der endlich die verlorene Stadt von Eldorado gefunden hat. Wir haben was? Eldorado? Unser Lager aufgeschlagen. Es war eine mörderische Reise bis hierher. Wir werden hier einige Tage rasten und uns orientieren. Einige der Männer müssen versorgt werden. Und ich könnte auch eine Mütze Schlaf vertragen. Die Männer sagen, in der Nacht wäre etwas im Lager gewesen. Der Dschungel raubt ihnen langsam den Verstand. Ich sage ihnen immer wieder, dass wir fast am Ziel sind und uns zusammenreißen müssen. Einer der Späher hat irgendeinen Tempel entdeckt. Wir beginnen heute Morgen mit dem Bau von Brücken und Leitern und brechen am Nachmittag auf. Okay. Eldorado. Das ist natürlich sehr interessant. Bergungsgut. Bergungsgut. Tut mir so gut. Dafür deswegen brauche ich immer noch mehr davon. Hallo, Fliege, geh doch mal weg. Das ist einfach Real Life Survival. Auch die Fliegen knabbern mich schon ein bisschen an. Sieht so aus, als wenn der Stein mich zerschlagen will. Oh Gott. Da willst du auch nicht reinfallen, oder? Yo, 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 yo! Hier sind noch welche, oder was? Irgendwelche Ureinwohner-Freaks, oder was? Kukur, Kukur! Skur, Skur! Vielleicht verstehen die das. Ich kann nicht mehr tragen. Ich bin voll, ja. Voll gesoffen. Was zur Hölle ist hier los? Ist da jemand? Oh Gott, oh Gott. Okay. Aber guckt euch das an, es lohnt sich. Ich bin schon wieder fast ein Level hoch. Also was man dem Spiel auf jeden Fall attestieren kann, ist eine unfassbare Optik, also krass, und spielst nur auf der normalen PlayStation 4, also normale PlayStation 4. Ich habe nicht mal Pro. Unglaublicher Anblick. Nicht mal eine Pro. Warte mal. Sieht so aus, als wenn unsere Aufgabe sein würde, diese riesigen Steinköpfe in die richtige Reihenfolge zu drehen oder sowas. Sieht so aus, als wenn man das drehen könnte. Nee, 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 Lara. Einfach nur nach unten erstmal. Genau. So, das wird dann wahrscheinlich der Weg zurück sein. Hier kann man rauf. Ja, 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 ja. Boah, aufpassen. Okay. Oh, zu spät geworfen. Zu spät. Ich bin schon gesprungen. Dann habe ich die Anzeige gesehen. Nur den Knopf registriert und dann war schon alles zu spät, leider. Schade. Mist. Aber ich glaube, die Sachen bleiben eingesammelt. Oder? Bleiben die Sachen eingesammelt? Ja. So aus, als wenn ich gleich irgendwie attackiert werde oder so, das Scheiße. Ich hasse diesen Ort, diesen gottverlassenen Dschungel. Er lockt dich mit einem Juwel und fegt dir die Beine weg, sobald du danach greifst. Wir haben diese bodenlose Grube bald hinter uns gelassen. Auf der anderen Seite steht irgendein Altar unter einem riesigen Steingesicht, das unsere Bemühungen zu belächeln scheint. Irgendetwas hat das Lager angegriffen. Einige der Männer behaupten, es wären Panther gewesen. Andere sprachen von etwas Unheilvollerem. Die Hälfte der Männer fordert, die Expedition abzubrechen. Ich musste mir einen der Männer zur Brust nehmen, ein Exempel an ihm statuieren.
Alles, was ich brauche, ist ein weiterer Tag. Ein verfluchter Tag. Also die ist... also die Stimme, die deutsche Stimme... Mega, mega gut vertont. Da hat sich gerade was bewegt. Soll ich den sehen? Wie über den Cenote. Ich kann ihn nicht anvisieren. Ich soll ihn aber wahrscheinlich sehen. Soll ich ihn sehen? Ich muss irgendwie über. Oder ist es ein Bug gerade? Irgendwie ein bisschen komisch. Ja, ich hab's schon verstanden. Und jetzt ballert er mich ab, oder was? Hä? Ich meine, er will doch bestimmt hier sein... Wir müssen diesen Ort während der Bauarbeiten verlassen haben. What the fuck, Alter? Irgendwie über den Cenote. Ich werd beobachtet. Ich werde beobachtet, Freunde. Ich muss irgendwie. Ja, ist doch gut. Das ist ein bisschen nervig. Wie gesagt, ich brauche die Anzeige, damit ich wirklich die Sachen auch sehe. Schneller. Aber die redet halt einfach jedes Mal. Ist das richtig? So. Du musst halten. Hey. Du musst halten. Ich muss über den Cenote. Okay, warte mal, wenn ich das jetzt hier bewege. Wow. Es muss irgendwo einen Kletterweg geben, der zum Altar führt. Ja, sag mal, merkst du nicht, dass hier irgendwelche Leute sind? Oder ist hier das einfach scheißegal? Hauptsache es gibt Kakao. Es muss irgendwo einen Kletterweg geben, der zum Altar führt. Ja, Lara. Ist doch gut, Mädel. Ich höre dir doch zu. Sie denken wahrscheinlich, ich bin so ein typischer Macho-Boy, so, der hier nicht zuhört, aber doch. Ich höre dir zu. Hier unter dem wachsamen Auge eines der Fürsten des Todes liegt das Tor nach Xibalba, das alle Reisenden auf dem Weg von diesem in das nächste Leben durchschreiten müssen. Aber bin ich ja eigentlich der Einzige, der bei Xibalba an Xibulba denkt aus Star Wars? Oh Scheiße. Oh fuck! Alter, wurde die weggesmashed! Ich hab schon versucht, mich zu beeilen, aber ich war zu langsam. What the? What? Was war das denn jetzt?
Oh, dieses monotone Getrommel geht mir auch langsam auf den Nerv, ehrlich gesagt. Im Hintergrund. So, jetzt nochmal das Ganze. Ja, verdammt nochmal! Was soll denn der Käse? Mensch, du! Hallo, Lara? Und jetzt muss ich hier raus. Sitz des Adlers. Ah, cool, schnelleres Klettern. Das ist nice. Das gefällt mir sehr gut. Diese Entscheidung unterstütze ich mit meinem Namen. So, erstmal den Shit da rausreißen. Den Shit hier mitnehmen. Also ist das jetzt die Belohnung am Ende? Einfach eine weitere Fähigkeit, oder? Mehr quasi nicht. Ich meine, es ist in Ordnung, aber ich habe immer so den Eindruck, weil ich keinen richtigen Schatz oder Gold oder so mitnehme, dass ich irgendwas verpasst habe oder so. Aber ich glaube, das ist es, oder? Es interessiert die auch gar nicht, dass sie angegriffen wurde. Was ist denn, wieso hat Lara so ein Desinteresse an den ganzen Geschehnissen? Okay. Ja. Wuhu. Warte mal, sind wir hier lang gekommen? Nee, oder? Nee. Das ist ein anderer Weg. Okay. Da. Zack. Bam. Vams, Junge, und runter. Raus aus dem Shit. War das jetzt ein Grab? War das jetzt ein Grab oder war das wieder eine Krypta? Ich glaube, das war ein Grab, oder? Quasi war das unser erstes Grab. Oh. Ich glaube, das war ein Grab. Ja, war ja noch relativ simpel, wa? Schnell! Ich kann es kaum noch halten! Hä? Was hältst du denn? Hä? Was hält er denn? Vorhin hat er doch nur gesagt, ja, ich warte hier ganz lässig. Hä? Was hält er denn? Hast du was gefunden? Hä? So ein Maya-Altar. Und was? Ein altes Lager. Verfallen. Wir sollten weitergehen. Ja. Was labert der? Warum hat er denn jetzt gesagt, ich kann das kaum noch halten? Das war anscheinend schon wieder ein Bug. Das war auf jeden Fall ein Bug. Wir sind ja durch eine Öffnung gegangen, wo sie sich ja gegenseitig das halten mussten. Ich glaube, das wurde einfach, die Tonspur wurde einfach nochmal abgespielt. Woher wissen wir, dass es wieder zur verborgenen Stadt geht? Maya-Ruinen sind auffällig, oder? Stimmt. Na gut, Jonah. Na gut. Alles voll. Wir sind am Start. Oh, ich sehe gerade. Folge ist definitiv lang genug. Jonah, rück mal nicht so ein bisschen. Also bitte, rück mir nicht auf die Pelle. Alles cool. Okay, er kommt direkt schon wieder angedackelt. Wie so ein kleiner trauriger Hund. Bitte, lass mich aus der Friendzone raus. Okay. Was zur Hölle ist los mit dem? Warum bedrängt der mich so? Hallo? Bleibst du da? Ist wie so ein kleiner Welpe, der immer ankommt. Gut, Freunde, ich danke fürs Zusehen an dieser Stelle. Endet der Part natürlich.
Was heißt natürlich? Aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr es bis hierhin findet, das Spiel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz ehrlich zu euch, ihr kennt mich ja, ich fand die Vorgänger bis jetzt zumindest, was wir jetzt gesehen haben, deutlich besser. Ich hoffe, es steigert sich noch, Shadow of the Tomb Raider. Aber bisher haben wir kaum was erlebt. Die Story ist bisher auch ein bisschen mager. Und wir haben ja jetzt schon knapp 2 Stunden, oder? Also wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, knapp 2 Stunden haben wir, glaube ich. Ja, mal schauen. Mal schauen, wie es weitergeht. Bewerten und kommentieren nicht vergessen, Freunde. Würde mich freuen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.